Hallo bei Potternander aus Altenessen. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu Potternander unterwegs von der Privatbrauerei Jakob Stauder in Altenessen zu einer ganz besonderen Brauereiführung. Seid gespannt. Herzlichen Dank, dass wir für Potternander hier die Brauerei besichtigen dürfen. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz erklären, wo befinden wir uns hier gerade? Es duftet ja schon richtig nach, ja, was rieche ich denn hier? Also wir sind hier im Sudhaus unserer Brauerei. Das ist mit den Kupferkesseln so, wie man sich eine Brauerei auch vorstellt. Das Sudhaus ist aus meiner Sicht so das Herzstück, ich finde auch das Schmuckstück unserer Brauerei mit den schönen alten Kupferkesseln. Ist jetzt 65 Jahre alt, dieses Sudhaus. Die Brauerei insgesamt ist ja schon 155 Jahre alt. Und hier im Sudhaus, das ist so wie die Küche, das ist das Herzstück der Brauerei. Hier kommen die wichtigsten Rohstoffe zusammen. Wir haben hier zwei Maispfannen und da hinten ist die Würzepfanne. Mhm. In den Maispfannen wird das Malz gemeischt, also mit Wasser vermischt. Das klingt auch so ähnlich. Maischen, mischen bei verschiedenen Temperaturen wird das 2 Stunden lang gewissermaßen umgerührt und in der Zeit wird aus der Stärke des Korns dann der Malzzucker und den brauchen wir später für die alkoholische Gärung. Wir kennen es alle aus dem Heinz-Rühmann-Film. Wie viel Liter fassen jetzt hier diese Kessel? Also wir haben da vorne da natürlich auch die Tafel, wo wir das aufgeschrieben haben. Wir haben bis zu 6000 Kilo, 6 Tonnen Malzschrot. Malz wird also in Form der Körner bei uns eingeliefert und hier oben drüber wird es geschrotet, ist also eine Schrotmühle, zerkleinert und wird dann hier mit dem Wasser vermischt. Und pro Sud haben wir dann in der Würzepfanne, wo nachher nach dem Maischen wird gefiltert, werden also die festen Bestandteile herausgefiltert, das ist der Treber. Und in der Sudpfanne wird dann der Hopfen hinzugegeben und die Würze, so heißt es, dann gekocht. Und dort haben wir, wie wir hier sehen, 385 Hektoliter. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Wow, aus einem Behälter. Genau. Wahnsinn. Wir sind schon wieder einen Raum weiter. Herr Dr. Schauder, wo befinden wir uns hier gerade? Und vor allen Dingen, was sehe ich denn hier? Ja, hinter uns ist der Maischefilter. Mhm. Der Maischefilter hat die Aufgabe, die festen Bestandteile, die aus dem Malz übrig geblieben sind, also Getreidereste herauszufiltern. Mhm. Das nennt man dann den Treber. Der Treber ist ein hochwertiges Viehfutter, das von Bauern dann bei uns gerne abgeholt wird. Okay, ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren wurde das Ganze neu eingebaut. Da war ich zum ersten Mal hier bei einer Führung. Genau. Ist also noch gar nicht so alt. Kurz davor, das ist eine unserer neueren Maschinen. Ja? Wahnsinn, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Ganze hier Platz genommen hat. Das war eine große Aktion, wo wir auch mehrere Wochen lang nicht bauen konnten, während der alte Maischefilter ausgebaut und der neue eingebaut wurde. Im Krankenhaus, wenn so CT, MRT, da werden, ja, da kommt es durch die Wände, ne? Da wird streckenweise eine ganze Wand weggenommen oder einfach demontiert, neu aufgebaut. Also kann man sich gar nicht vorstellen, Wahnsinnslogistik, die dahinter steckt. Hier ist es auf jeden Fall schon mal spürbar kühler. Es rauscht vernehmlich. Da steht frisch. Dampf-Wärmetauscher, mir sagt das alles gar nichts. Aber ich sehe hier immer noch kein Bier. Also diese Maschine hier ist der sogenannte Brüdenverdichter. Wie heißt das? Brüdenverdichter. Ja. Brüden nennt der Brauer die Schwaden, die beim Kochen der Würze entstehen. Und diese heißen Schwaden, da wird die Energie durch die Maschine wiedergewonnen und wieder in den Brauprozess eingespeist. Also das ist für mich ein Wirrwarr an Röhren und Zuleitungen. Das ist ja ähnlich wie auf dem Stahlwerk in Duisburg-Rheinhausen. Da ist ja jedes Rädchen ist irgendein Ventil und hat eine besondere Funktion. Ist für mich unerklärlich. Also ist schon echt ein kleines Wunder, dass am Ende des Ganzen
ja, eine ordentliche Flasche Stauderbier steht. Also, Wahnsinn. Da braucht man alles was viel zu tun. Da gibt es viele verschiedene Dinge, die man im Griff haben muss. Ja, spannend, tatsächlich. Und wenn man bedenkt, über wie viele Jahre eigentlich schon so diese Brautradition zu einem Hightech herangereift ist, unvorstellbar. Ja, die Kunst ist, so die Balance zwischen der handwerklichen Braukunst und der modernen Technik zu finden. Und das ist immer unser Anspruch, dass wir moderne Technik und handwerkliche Braukunst vereinen. Sehr schön. Ja, das schmeckt man auch. Wir sind Stauder. Alle Mitarbeiter in diesem Betrieb, wie viel sind das denn? Das sind gut 100 Mitarbeiter. Wow. Und das ist eine Stelle, wo wir bei Besichtigungen auch immer gerne stehen bleiben, weil wir auch gerne zeigen. Wir sind Stauder, die vielen Gesichter, das ist die Unternehmerfamilie, das sind die Mitarbeiter, die teilweise auch schon sehr lange bei uns sind. Manchmal war auch schon der Vater, die Mutter bei uns. Und wir haben sehr viele Mitarbeiter, die 15, 25, 40 Jahre bei uns sind. Wir feiern auch jedes Jahr mehrere Jubiläen. Also wir sind uns gegenseitig sehr treu. Und ich glaube, das macht ein Familienunternehmen auch aus, dass man eben langfristig zusammenarbeitet und ja, dadurch auch, glaube ich, sehr stark gegenseitig vertraut. Man merkt ja auch nach außen, Sie sind sehr volksnah. Also das heißt, Sie gehen auf die Leute zu, Sie gehen in den Dialog, sprechen mit den Menschen, gehen in die Gastronomie, haben immer ein offenes Wort und lächeln natürlich freundlich von vielen Plakaten, zum Beispiel in Rüttenscheid, auch immer entgegen. Und ja, jeder freut sich, wenn man sie mal trifft und ein paar Worte wechseln kann. Also ich glaube, die Leute identifizieren sich nicht nur mit Essen, sondern auch, jetzt geht Licht aus, aber wir haben tatsächlich immer noch genügend. Ja, wie gesagt, die Leute identifizieren sich tatsächlich mit der Stadt, mit ihrem Bier. Und da geht auch wirklich nichts drüber. Also wir sind Stauder, ja, alle sind Stauder. Genau, das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben mit unserer Heimat hier verwurzelt sind, dass wir als Familienunternehmen auch ein Stück zum Anfassen da sind, dass wir persönlich vor Ort sind und dass die Menschen dann auch sagen, das ist unser Bier. Das ist also unser großes Ziel, dass wir diese Verbindung erreichen. Ich habe ja immer noch ein kleines bisschen das Geheimnis, das hat uns der Dr. Stauder verrät, warum das Bier so schmeckt, wie es schmeckt. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht erzählt er das ja gleich nochmal. Jo, wieder ein Raum weiter. Das sieht aus wie eine Gaststätte in einer Brauerei. Wie nennt sich das hier? Das ist unser Schalander. Okay. Schalander ist ein Wort aus der Sprache der Brauer und das ist der Aufenthaltsraum der Brauer. Okay. Gibt es grundsätzlich in jeder Brauerei. Unserer hier ist, behaupte ich mal, sehr, sehr traditionell. Und hier haben wir natürlich schon viele große, schöne Veranstaltungen gemacht. Auch offiziell dann auch für Externe? Oder? Nein, nur eingeladen, in der Regel Mitarbeiter. Ja, ja. Wir haben in früheren Jahren immer die Weihnachtsfeier hier gemacht. Schalander? Mhm. Hab ich vorher noch nie gehört. Tatsächlich haben die Brauer eine eigene Fachsprache, ein eigenes Jargon? Viele Wörter, die eben in diesem Handwerk bei den Brauern verankert sind. Wahnsinn. Ich meine, man kennt ja jetzt so den ganze Jargon aus dem Püt, aber so das Brauerjargon ist mir, ja, Wahnsinn. Spannend. Ich werde da mal nachforschen. Mhm. Schalander, danke. Sehr gerne. Ja gut, das sieht aus wie eine Flaschenabfüllanlage. Das ist auch unsere Flaschenabfüllanlage. Ja. Und wenn wir wieder jetzt hier über Brauerausdrücke sprechen, das heißt bei uns der Flaschenkeller. Flaschenkeller, okay. Obwohl wir gerade in den ersten Stock gegangen sind. Genau. Keller kommt auch von früher. In der Regel, dadurch, dass man beispielsweise Eis im Keller gelagert hat, hat in der Brauerei immer ganz viel im Keller stattgefunden. Und da sagt man traditionell, der Flaschenabfüllanlage, das ist der Flaschenkeller. Wie viele Flaschen gehen hier pro Tag übers Band, sage ich mal? Also die Anlage kann, wenn sie mit voller Geschwindigkeit läuft, 30.000 Flaschen pro Stunde. Boah! Und je nachdem, wie viele Stunden wir füllen, kommt dann eben was zusammen. Das ist ja unvergesslich. Also die Menge kann ich mir kaum vorstellen. Ich versuche das in Kästen gerade umzurechnen. Aber ja, ist ja gigantisch. Muss ja eine unglaubliche Geschwindigkeit sein. Und wenn es anläuft, wahrscheinlich irre laut. Genau, jetzt ist gerade hier eine Pause. Dadurch können wir uns einigermaßen verständigen. Aber wenn es hier läuft, wenn die vielen Flaschen dann auch gegeneinander stoßen, ist ja richtig laut. Aber hier wird ja auch nicht nur Bier abgefüllt, ist das richtig, sondern auch Malzbier, meine genau. ich. Das genau, unser Malzbier, Tukut, genau. Unsere Fasspause wird hier abgefüllt. Ja, ebenfalls klar. Hier. Geht hier alles übers Band. Wahnsinn.
So, da sind wir schon wieder fast am Ende der Brauereiführung. Trotzdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, der Stauder-Shop im Museum. Auch noch ein Brauereimuseum? Ja, Shop ist super. Wir haben ja bald Weihnachten, jede Menge Merchandising. Aber ein ganzes Museum finde ich Wahnsinn. Was verbirgt sich dahinter? Also wir haben hier traditionell einige alte Dinge aus der Brauerei ausgestellt. Auch einige alte Bilder, alte Gastronomieansichten, alte Werkzeuge von Brauern. Im Grunde als Kulisse und Hintergrund für unseren Shop hier auf dem Brauereihof, der ja auch die Heimat unserer Kronenkorken-Sammelaktion ist. Gibt es immer noch, ja. Ja, seit 21 Jahren jetzt unverändert. Das werden wir auch nicht ändern. Ja, ich habe den einen mit den roten immer noch nicht gekriegt. Okay, den gab es zu unserem Jubiläum. Tatsächlich, ja. Und wir sind total froh über den Zuspruch, den wir hier haben. Montag bis Donnerstag 14 bis 18, Freitag 12 bis 16 Uhr. Hier ist eigentlich immer voll. Und genau, ja. Da sind wir sehr stolz und dankbar und wir geben uns auch Mühe und haben immer viele schöne neue Sachen. Auch wie gesagt, der Online-Shop, der brummt ja auch und da gibt es immer wieder wahnsinnig tolle Anregungen und Geschenktipps, jetzt nicht nur für Weihnachten, sondern freut sich echt jeder, nicht nur Männer, über Devotionalien von Stauder, wie gesagt, weil das ist einfach Essen. Ja, gerade jetzt in der Weihnachtszeit merken wir immer das große Interesse an unseren Geschenksets. Wir haben jetzt ja gerade ganz neu mit Rot-Weiß-Essen das Rahns Bierchen. Ja, habe ich gesehen. Ja. Geht sehr gut, sowohl online als auch hier auf dem Brauereishop. Und ich glaube, wir haben auch sonst viele Geschenkideen und da gibt es riesen Nachfrage. Da sind wir sehr froh drüber. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich komme immer wieder gerne hier hin. Nicht nur online, sondern am besten auch direkt persönlich. Ich kann mich noch daran erinnern, hier gab es mal ein Kinosaal, wo ein Film zur Familiengeschichte gezeigt wurde. Gibt es das immer noch? Bei den Besichtigungen zeigen wir diesen Film. Ja. Das passiert jetzt im Lagerkellergang. Mhm. Das heißt, dort haben wir einen großen Flachbildschirm an der Wand und auch weiter als Start der Besichtigung zeigen wir unseren Film über Firmen- und Familiengeschichte und was unser Unternehmen heute ausmacht. Den Raum hier, weil wir so großen Zuspruch haben, haben wir inzwischen auch für den Shop genutzt. Okay, ja, hat sich also erweitert. Zwei abschließende Fragen noch. Es ist ja schon spät und ich möchte nicht über die Gebühr beanspruchen, als ich jetzt schon habe. Da vorne ist eine Uhr. Was sagt uns die? Also, es sieht aus wie eine Uhr, aber da zeigt auf jeden Fall nicht die richtige, doch so halbwegs Zeit an, aber da sind Buchstaben drauf. Genau, da steht Jakob Stauder und Jakob Stauder ist unser Vorfahr, mein Urgroßvater, der dem Unternehmen den Namen gegeben hat. Jo, jetzt lese ich es auch. Das gibt's doch gar nicht. Ich blende euch ja gleich nochmal ein. Das aber zeigt die richtige Uhrzeit. Das wäre Ihre Aufgabe, ne? Das ist unfassbar. Warum habe ich das nicht? Das ist Wahnsinn. Bisschen peinlich. Und jeder hat schon mal eine Stauderflasche am Hals gehabt, ne? Also, da muss ja so sein. Und wir sehen ja auch immer ein Wappen und ein Emblem. Was sagt uns das? Dieses Wappen mit den Steinböcken drin ist unser Familienwappen. Das ist also das Wappen der Familie Stauder. Das mein Großvater entdeckt hat. Der hat sich sehr viel auch für Ahnenforschung interessiert und für unsere Vorfahren. Und dieses Wappen gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Da hatte irgendein bayerischer Fürst das unseren Vorfahren verliehen, dieses Wappen. Mhm. Und die gute Idee war damals, Ende der 60er Jahre, von meinem Vater und meinem Onkel, wir nehmen das auch als Logo für unser Bier. Denn was kann dann wieder auch persönlicher und familiärer sein als ein Familienwappen? Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, auch hier nochmal ein ganz absolutes Statement nochmal zur Familientradition und nochmal zur Identifikation mit der Region, mit den Leuten. Das ist Stauder. Herr Dr. Stauder, ganz herzlichen Dank für die ganz besondere Brauereiführung. Und ja, wie gesagt, das hat mir ganz besonders viel Freude gemacht, bedeutet mir jede Menge. Und Glück auf und bis bald. Sehr gerne, vielen Dank für den Besuch. Hat auch mir Freude gemacht. Dankeschön.